Hallo und willkommen zurück bei Licht und Finsternis. Ja, Freunde, wir sind an diesem malerisch schönen Strand, doch zuvor hat sich ja einiges, einige Ereignisse hatten wir leider zu beklagen. Wir wurden ja, nachdem wir die Fähre betreten hatten, von einer Krake, von einem Monster überfallen. Und zuvor hatten wir noch, um noch ein bisschen weiter zurück zu denken, wir haben uns ja diese Fahrkarten noch besorgt für die Fähre. Wir haben mit Selena diese Prüfung der Priesterinnen letzten Endes mit Erfolg abgelegt. Und ja, auf der Überfahrt wurden wir angegriffen von dieser Krake, die uns dann, nachdem wir ins Wasser sind und zu diesem Strand geschwommen sind, die uns dann, zur Rede gestellt hat. Denn sie ist auch ein Diener von Baal, wie es scheint. Doch, ja, es kam ein bisschen zum Streit. Wir haben uns in einen Dämon verwandelt, um diese Krake in Kleinholz zu verwandeln. Doch leider hat uns Lea dabei gesehen. Und wir haben deshalb die Flucht ergriffen. Wir sind also alleine unterwegs und diese Muschel verarscht mich jetzt schon die ganze Zeit. Ich will endlich wissen, was da drin ist. Ich krieg sie nicht auf. Vielleicht, wenn ich von hinten rangehe. Und da Goldmützen gefunden. Mich kannst du nicht so schnell reinlegen. Was ist denn das? Nichts. Tja, ein schöner Strand und eine schöne Musik und auch ein paar krabbenartige Gegner. Mal gucken. Oder auch keine Gegner. Ich kann sie nicht mal angreifen. Naja, wo gehen wir als erstes hin? Ich würde mal sagen, nach links. Okay, noch scheint alles ruhig zu sein. Sieht ja echt seltsam aus, so diese Bäume und alles. Das ist wohl auch wieder kein Gegner. Nein, was ist denn das da oben? Das ist ein Krebs. Oh oh. Gut, dass du gerade vorbeikommst. Ein sprechender Krebs. Warum so überrascht das? Warum überrascht das alle immer so? Naja, wundern tut es mich in dieser seltsamen Welt eigentlich auch nicht mehr. Was willst du von mir? Als ich vor ein paar Tagen das schwere Unwetter gewesen ist, hat mein Haus einen Sturmschaden erlitten. Würdest du mir einen Gefallen tun und ein neues für mich suchen? Okay. Oben auf dem Hügel liegt ein schönes, unbenutztes Haus. Du musst es nur bis zu mir schieben. Und wieso holst du es dir dann... Wieso holst du dir das Haus nicht selber? Es ist ein weiter Weg und ich bin völlig schutzlos. Das ist viel zu gefährlich. Wenn du mir das Haus holst, gebe ich dir auch eine kleine Belohnung. Ich habe aus meinem alten Haus ein Armband aus fester Schnickenschale gemacht. Meinetwegen, ich schaue mich mal um nach diesem Haus. Ja, gut, ein Krebs. Ich dachte mir schon, was das jetzt sein soll. Doch bis jetzt alles friedlich, na immerhin. Da liegt etwas für uns. Eine Heilknolle. Oh ja, Heilung, das ist immer gut. Vielleicht hätte ich sogar noch ein bisschen was kaufen sollen, aber das ist jetzt leider schon zu spät. Okay, hier geht's eh nicht weiter, dann gucken wir halt einfach mal zu diesem komischen Haus oder was da immer auch sein soll. Meint er das hier? Hallo, bist du das komische Haus? Nein. Anscheinend nicht. Bist du ein Gegner? Auch nichts. Kein einziger Gegner. Ich hätte eigentlich schon damit gerechnet, hier von allen möglichen Monstern und Bösen überfallen zu werden, aber noch ist alles friedlich. Mal abgesehen von diesem komischen grünen Etwas. Ja, und ihm stört es auch nicht, wenn ich hier unten stehe. Nein, er greift mich trotzdem an. Aber gut, mit diesem Scorpoid werden wir schon fertig. Okay, er macht erstmal ein Schild auf sich. Solange er mich nicht vergiftet, ist das noch alles okay. Ja, schade. Die ganzen Spezialangriffe von der Gruppe. Alles weg erst einmal. Mal sehen. Bekommen wir noch irgendwelche anderen Leute? Oder werden die anderen zu uns zurückkehren? Ich
denke mal eher Zweiteres. Au. Ja, er macht mir auch gerne weh, wenn er Lust hat. Deshalb würde ich sagen, heilen wir uns einmal. Und dann könnten wir noch irgendeinen Spezialangriff machen. Flammenschlag. Och, warum nicht? Vielleicht ist der dann schon erledigt. Nein. Er macht nochmal ein Schild auf sich. Doch, das hat ihm auch nicht geholfen. Okay, weiter. Ein sehr großes Strandgebiet. Aber gefällt mir. Auch relativ blau gehalten, aber gut. Sonst sehe ich mal nichts. Bäume tun mir auch nicht weh. Was haben wir denn da drüben? Auch noch nichts. Ich suche schon die ganze Zeit nach diesem Haus. Und warum ist da ein grüner Pfeil? Aber bis jetzt sehe ich es noch nicht. Ja gut, dann gucken wir halt mal. Nein, gucken wir nicht. Ich darf da noch nicht hin. Deshalb ist es wohl grün. Wo gehen wir dann weiter? Ich würde mal sagen, hier drüben. Wird relativ egal sein. Wir gucken natürlich noch überall hin. Da liegt etwas. Eine Schattenampulle. Und diese Muschel hat... Ey! Gelbmache. So nicht, mein Freund. So, ja, den können wir auch gleich machen, wenn wir schon hier oben stehen. Vor denen habe ich ja auch keine Angst. Also da haben wir schon größere Bedrohungen erlebt. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Das war doch so klar, dass die vergiften. Ich hasse solche Zustände. Yo, 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 ist ja gut. Können wir das schon machen? Ja, 4 Energie, ein Glück, weil sonst würde es nicht mehr gut im Mund stehen. Sollen wir uns gleich nochmal heilen? Ne, wir greifen erstmal an. Und das nächste Mal heilen wir uns wieder. Denn das hält ja noch locker aus. Los, gleich nochmal. Ja, macht ein dummes Schild. Wir gönnen uns erstmal eine Heilung. Und der Giftschaden ist auch wieder weg, schön. Okay. Ich würde sagen, wir heilen uns noch einmal und das nächste Mal wird er irgendeinen Flammenschlag zu spüren bekommen. Talisman? Nö, 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 nö. Das nicht. Spezialtechniken. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Muss ich nochmal gucken? Nein. Wir haben nach wie vor noch den Flammenschlag. Ach, der kostet 7 Energie. Okay. Pech gehabt, dann greifen wir halt nochmal an. Und jetzt können wir unseren Flammenschlag machen. Und damit ist er erledigt. Alles klar, was ist denn das? Ich kann das schieben. Soll das dieses Haus sein? Es scheint wohl so, und diese grünen Markierungen, da kann ich es wohl so runterschubsen, nehme ich an. Na gut, dann machen wir das mal. Hier rüber. Okay, und jetzt nach unten. So, sehr schön. Hier kommen wir ansonsten noch nicht weiter. Na dann runter mit uns. Ach, da ist die Schale wieder. Die müssen wir jetzt wohl nach links schieben. Ich guck mal schnell nach. Das ist... Ah, hier unten. Und ich glaube, dann haben wir es eh schon. Ja, machen wir das mal schnell. Und dann gucken wir weiter, was es da links noch für uns gibt. So, immer schön von der Wand weg. Sonst haben wir es uns auch schon schnell verbaut. Also ich denke mal, das könnte was Optionales sein. Und optionale Sachen sind doch immer schön. Okay, bei diesen Pilzen komme ich nicht vorbei. Bei diesen großen zumindest. Aber das macht ja nichts. Wir haben es schon. So. Mal gucken, ob er zufrieden ist damit. Ich hoffe es doch, denn sonst gibt es nichts für ihn. Hier lang. Kann sein, dass wir das nochmal irgendwie verschieben müssen.
So. Wir könnten uns eigentlich mal heilen. Wenn wir da schon so ein nettes... Wenn wir da schon so ein nettes Plätzchen haben. Hast du die Muschel jetzt schon bekommen? Passt, wie angegossen. Hier hast du die Belohnung. Krebsarmband erhalten und 30 Ippi. Tiram hat die nächste Stufe erreicht. Gehst du nicht von dieser Höhle weg? Ich danke dir für deine Hilfe. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte diese Höhle jetzt rein. Aber anscheinend ist das nur Zierde. Na gut, gucken wir uns mal das Krebsarmband an. Hier. Zettangriff 10. Krebsarmband. Abwehr 5, Zauberangriff 5. Was haben wir hier? Zauberangriff plus 10. Abwehr. Wollen wir Abwehr oder wollen wir lieber Zauberangriff? Das ist jetzt die Frage. Zauberangriff plus 10 ist natürlich schon nett. Ich glaube, ich lasse das erst einmal. Mal gucken, vielleicht rüsten wir es ja noch aus. Die hätten ja ruhig zwei Plätze machen können. Also, dass man zwei Armbänder ausrüsten kann, aber nein. Geht leider nicht. Müssen wir uns mit einem zufrieden geben. So, als nächstes halten wir uns mal ein bisschen weiter links herunter, da waren wir noch gar nicht. Du bist wieder ein freundlicher Krebs, jawoll. Ich mag die. Was ist denn das? Auch nichts Bedrohliches. Geht es hier oben weiter? Ein Haus. Also ist die Insel nicht unbewohnt. Vielleicht finde ich dort ein Boot, mit dem ich diese verdammte Insel verlassen kann. Und was ist das? Es riecht, als könnte man es essen. Oh, oh. Was fällt dir ein, einen alten Mann seine Fische zu stehlen? Wegen so ein paar Dingen brauchst du dich nicht aufzuregen. Denk an deine Gesundheit. So ein junger Hüpfer will mich belehren? So weit kommt es noch. Was machst du hier überhaupt? Unsere Fähre wurde angegriffen. Wir sind hier gestrandet. Wer hat das getan? Etwa wieder diese Piraten, die hier ihr Unwesen treiben? Nein, es war ein Krakendämon. Ein Dämon? Bei allem, was mir heilig ist. Ich dachte, das sind nur Märchenwesen. Hast du noch nichts davon gehört? Immer mehr Dörfer werden von Dämonen angegriffen. Anscheinend wird das Bannfeld, das sie in der Unterwelt gefangen hält, schwächer. Deswegen muss ich auch so schnell wie möglich nach Nerata. Nach Nerata? Ich könnte dir vielleicht helfen. Am Nordufer liegt ein kleines Boot, das ich manchmal zum Fischen benutze. Dann führ mich hin. Die Stadt ist in großer Gefahr. Nun gut, junger Mann. Ich werde dich mit dem Boot übersetzen. Danke. Ich heiße übrigens Tiram. Und du? Mein Name ist Viktor. Viktor schließt sich der Gruppe an. Tja, und damit hat sich die Frage erübrigt, ob wir mal wieder neue Mitglieder bekommen. Ja, sehr schön, ist doch eine tolle Sache, mal jemand anderes dabei zu haben. Was hast du denn alles so dabei, Viktor? Viktor, eine helle Bade, Angriff 38. Wir können ihn leider auch nichts anderes ausrüsten. Hier hat er eine Kettenrüstung, wir haben leider auch nichts für ihn. Wie es scheint. Ah, Mann, ich weiß nicht, wie lange wir den haben. Sollen wir ihn jetzt schon mit Armbändern? Sollen wir ihn jetzt das schon geben? Am Ende ist er weg und sein Zeug mit. Ach, was soll's. Nackig will ich ihn auch nicht rumlaufen lassen.
Talisman haben wir für ihn nicht. Okay. Na, dann geht es zu zweit weiter. Statusgegenstände, nee, das denke ich passt alles. Diese Muschel sieht zu verlockend aus. Wie wäre es, wenn ich da mir was... Nee, nein, so nicht. Klappt das? Verdammt. Okay, wir müssen auch gar nicht aus dem Gebiet raus. Ich versuche es nochmal irgendwie von hinten irgendwie an die Muschel ranzuschleichen, aber... Nein, das willst du noch nicht gehen. Wie kommen wir an die Muschel ran? So, nichts. Die will mich echt für dumm verkaufen. So, ja, ja. Du kannst mich gerne haben. Ne, geht nicht. Kann ich noch so schnell drücken. Klappt einfach nicht. Ja. Was kann ich denn dagegen tun? Von hier oben werde ich auch nicht... Doch. Von oben kann ich runterhüpfen und wir bekommen eine schwarze Perle. So, ja, jetzt kannst du zugehen. Ist mir sowas von egal. Gucken wir mal. Eine schwarze Perle. Die Frage ist, wo steckt denn das überhaupt? Ich gucke einfach mal in meinen Inventar ein bisschen rum. Pilzsaft, Schattenampulle, Heilknolle. Heiltränke haben noch 6. Blaukraut. Okay, hier haben wir das anscheinend nicht. Stopp. Dann Ausrüstung. Vielleicht ist das eine Art Armband. Ich weiß ja auch nicht. Weiß es auch nicht besser. Aber nicht für ihn. Da haben wir auch nichts. Was bringt uns diese schwarze Perle? Da haben wir auch nichts. Hier auch nicht. Da auch nichts. Hm. Ich weiß nicht, was es mir bringt, diese schwarze Perle. Gegenstände, Magie. Egal, vielleicht finden wir es noch heraus. So wichtig wird es vorerst nicht sein. Wir können nach oben, wir können nach rechts. Ich denke mal, wir gucken erstmal in sein Häuschen hinein. Oder auch nicht, denn dort brauchen wir nicht hineingehen. Meint zumindest Tiaram. Und habe ich hier noch irgendwas vergessen, übersehen? Nein, ich denke nicht. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Da ist wieder ein Freund, der Herr Krebs. Und ansonsten sehe ich hier mal nichts. Na dann weiter. Ich habe euch doch schon gesagt. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt die Insel verlassen. Na, du schon wieder. Verschwinde endlich, oder wir brechen dir die letzten paar heilen Knochen, die du noch in deinem Körper hast. Euch hat wohl noch niemand Manieren beigebracht. Ich dulde auf meiner Insel keine Piraten. Entweder ihr verlasst die Insel freiwillig, oder ich schmeiße euch von ihr runter. Wenn du unbedingt sterben willst, dann tun wir dir den Gefallen. Glaubst du, dein neuer Freund dort schüchtert uns ein? Ich könnte euch unbewaffnet und mit verbundenen Augen besiegen, wenn ich wollte. Seine Hilfe brauche ich nicht. Aber wenn ich schon mal dabei bin, gehe ich dir auch ein wenig zur Hand. Jetzt reicht es mir. Töten wir die beiden endlich. Au! Okay, ein Kampf gegen Piraten. Und die sind auch gar nicht mal so ungefährlich, wie es scheint. Doch wir können momentan ja nur normal angreifen. Vielleicht hat der Victor auch ein paar tolle Zauber. Mal sehen. Sein Schaden... Ja gut, er ist nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, Energie heben wir uns noch auf. Da heilen wir uns lieber mal, wenn es sein muss.
Victor, was hast du denn alles an Magie anzubieten? Das Jadeschwert. Okay. Bernstein. Schutzwand. Okay, das ist nett. Jedoch nur für Victor und kostet ganze 10 Energie. Auch pack mal so ein Jadeschwert aus. 37 Schaden. Ja, schön. Okay, und die heilen sich auch mal. Tiram, ich würde sagen, wir heilen uns jetzt auch erst einmal. Und zwar uns selbst. Passt ja genau. Victor greift nochmal normal an. Schwäche. Ach Mann, ich muss mich ja schon wieder gleich heilen. Nee, es ist mir zu gefährlich. Nochmal eine Heilung auf uns. Nee, auf Victor. Jetzt hätte ich mich fast verguckt. So. Jetzt greifen wir wieder normal an. Damit wir wenigstens mal einen von den Kerlen wegkriegen. So, ja, und ihr Schwächezauber, er macht sich langsam bemerkbar. Na gut. Ich würde mal sagen, wir... das wäre eigentlich auch mal interessant, aber... nee. Das hebe ich mir lieber für einen Boss auf. Mach nochmal einen Flammschlag. Jo, ist ja gut. So, Victor greift auch nochmal an. Das andere heben wir uns wieder für die Heilung auf. Das könnten wir eh schon machen. Und zwar auf uns selbst. So, passt genau. Könnt ihr mit euren Effekten machen, was ihr wollt. Uns kriegt ihr nicht klein. Doch ich hoffe mal, der erste wird jetzt dann endlich mal fallen. Denn so langsam geht es mir ein bisschen auf die Nerven, dass sie meinen Schaden so runterdrücken. Normal angreifen können sie, ja, aber... mich stört es halt, dass sie da meine Waffen immer so schwach machen. Victor, müssen wir Victor heilen? Ja, wir sind gerade nicht selbst dran. So, Tiram. Du machst nochmal Glimmerstaub auf Victor. Ich will nichts riskieren. So, ja, du da unten kannst dich heilen. Ich habe ihn noch nicht angegriffen. Victor, ja, du greifst nochmal an. Und ja, wir haben zumindest einmal besiegt. Okay, Tiram, der macht auch nochmal eine Heilung auf sich. Und dann sieht es doch schon wieder gar nicht schlecht aus. So, Victor. Schutzwand. Das können wir noch nicht machen, sonst hat er leider nichts. Okay, dann greifen wir nochmal an. Zwar, ach, was heißt die nur oben? Naja, Schwäche, ich weiß. Ihr mit eurer Schwäche. Heilen müssen wir uns noch nicht. Ich hätte eher Lust, noch irgendwas zu machen. Aber wir haben hier leider nichts. Ich kann noch so oft gucken. Okay. Dann mal wieder einen Flammenschlag. 63 Schaden ist ja okay. Ich denke mal, auch der nächste wird bald erledigt sein. Ach, das können wir noch nicht machen. Okay, greifen wir nochmal an. Heilen müssen wir uns noch nicht. Victor greift auch nochmal an. Gut. Einmal Glimmerstab auf Victor. Dann ist er auch wieder voll. Und ja, Victor greift wieder an. Den, denke ich, sollten wir jetzt bald haben.
Flammschlag. Oh, sehr schön, 70 Schaden. So, Victor. Ach, du greifst mir mal an, du kannst diese Verteidigung eh erst mit 10 Energie machen. Naja, nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die weg haben. Jawohl, der nächste. So, nur noch einer. So, Victor ist dran. Das nächste heilen wir Tiram. Ich hätte echt gehofft, mit seiner Hellebarde würde er mehr ausrichten, aber wahrscheinlich, weil wir schon so geschwächt sind. So, wir heilen uns jetzt mal wieder schön voll. Victor greift nochmal an. Und müssen wir noch irgendwas heilen? Ja, ich würde sagen, wir heilen noch uns selbst und als nächstes noch Victor. So, du greifst nochmal an. Gut, wir haben wieder Energie voll. Das heißt, als nächstes heilen wir ihn und dann ist er hoffentlich erledigt. Jetzt zu meinem Masterplan mal gucken. Na, nicht ganz. Aber den bekommen wir schon noch klein. Victor ist dran. Gut, er greift nochmal an. Zur Not macht Tiram noch seinen Flammschlag. Heilen, nicht heilen. Ach, du machst jetzt nochmal einen Flammschlag. Da denke ich, sollte ja ziemlich Geschichte sein. Immer noch nicht. Okay. Die hatten ja auch ein paar richtig schöne Items bei sich, habe ich gesehen. Irgendwas hat da gefunkelt. Ich bin schon gespannt. Ja, ich denke mal, der ist gleich hinüber. Darum nutze ich es nochmal, um mich ein bisschen zu heilen. So, Victor greift an. Jawohl, perfekt. 150 Goldmünzen bekommen. Ja, und schon sind die Piraten weg. In dieser Kiste sind alte Entermesser. Ja, gucken wir uns einfach mal um. Wein. Und dann wird es auch Zeit, schon wieder aufzuhören für heute. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Gut, Feuerchen ist eigentlich klar. Was ist denn hier noch? Leere Weinflaschen, ach, die haben es sich ja wohl gut gehen lassen. Alte Teller und abschließend nur Gerümpel. Das ist hoffentlich kein Gerümpel, aber mal sehen. Eine Blauknolle und 150 Goldmünzen. Gut, gut. Dann hätten wir das auch. Wir werden das nächste Mal dann hier diesen Strand weiter erkunden. Da oben geht es ja noch weiter. Jetzt wäre natürlich nur ein Speicherpunkt irgendwie nett. Bin mir nicht sicher, ob da noch einer war. Nein, leider nicht. Nur eine Höhle. Ich würde halt gerne noch speichern. Aber das Gebiet hier ist noch relativ groß. Können wir hier speichern? Nein, leider nicht. Ich sehe nur alles Mögliche. Also diese Muschel blinkt ja seltsam. Da liegt ein Item, okay. Ne, wir werden hier aufhören. Und ich bin mir nicht sicher, wo ein Speicherpunkt war. Ich glaube hier unten vielleicht gleich. Und da gehen wir dann das nächste Mal hoch. Na, kommt bald einer? Scheint wohl nicht so. Ich dachte, da war gleich einer. Aber irgendwie täusche ich mich gerade. Speichern. Ja, ich müsste leider aufhören. Beziehungsweise ich muss dann auch eine Pause machen. Na gut, wisst ihr was? Ich werde offline zum Speicherpunkt rennen und dann da oben wieder hinlatschen. Und hier sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal bei Licht und Finsternis.